Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Autoladen Dresden. Mein Name ist André und gleich wird unsere Fahrzeugpräsentation folgen von dem Objekt eurer Begierde. Das bedeutet, wir probieren es transparent als möglich zu machen. Mein Kollege filmt einfach mal rings ums Auto, geht in jede Ritze. Hier soll es aber vordergründig um den Zustand des Fahrzeuges gehen, gar nicht unbedingt um die Ausstattung. Das bedeutet, wen es doch interessiert, der klickt mal oben auf die Infobox. Da wird er weitergeleitet zu Mobile. Und solange der Link aktiv ist, steht das Fahrzeug noch zum Verkauf. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß. Hallo, hier ist der Alex aus dem Autoladen und heute zeige ich euch einen sehr, sehr schönen Ford Transit Custom 2 Liter TDCi. Das Fahrzeug ist aus Baujahr 2018, hat knappe 65.500 Kilometer runter und steht in der Farbe Weiß da. Wie gesagt, der Allgemeinzustand des Fahrzeugs ist wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe nur minimale Sachen wie einen kleinen Kratzer oder einen kleinen Steinschlag gefunden, aber im Großen und Ganzen steht er wirklich sehr, sehr gut da. Ihr habt natürlich auch vorne PDC, ist ganz wichtig, Nebelscheinwerfer habt ihr. Ihr habt hier eine schöne 16 Zoll Leichtmetallfelge in Silber. Schwarz mit einer wirklich guten Bereifung, ca. 6 mm. So, jetzt gehen wir mal in das Innere des Fahrzeuges. Auch hier seht ihr wirklich den guten Allgemeinzustand. Getränkehalter habt ihr. Ja, wie gesagt, die Sitze auch mit der Mittelarmlehne für Fahrer und Beifahrer sind wirklich in einem guten Zustand. Also ich habe hier keine Risse oder irgendwelche anderen Beschädigungen gesehen. Minimale Sachen können natürlich trotzdem vorhanden sein. Es wurde ja auch immerhin benutzt, das Auto. Ja, ist ein 6-Gang-Schalter. Ihr habt Klimaautomatik. Ihr habt ein schönes Radio. Ja, wie gesagt, heller Dachhimmel habt ihr. Ihr habt hier oben auch nochmal ein Fach, wo ihr eine Brille oder irgendwas verstauen könnt. Wichtig, Nichtraucherfahrzeug und auch ein tierfreies Fahrzeug. Ja, wie gesagt, im Heck abgedunkelte Scheiben, finde ich auch immer sehr, sehr gut. Ja, jetzt sind wir hinten angelangt. Hinten seht ihr natürlich Anhängerkupplung. Ihr habt PDCs hinten. Ja, ihr habt eine nachgerüstete Rückfahrkamera. Ja, jetzt machen wir den mal auf. So, und da seht ihr natürlich wirklich, wie gesagt, ein gutes Platzvolumen. Wie gesagt, 8 Mann haben Platz hier drin. Ja, wie gesagt, die Sitze kann man auch noch umklappen, rausnehmen. Also wie gesagt, da gibt es verschiedene Sachen. Man kann, das ist links, das hinten, die Dreiersitzbank ist links eine Zweiersitzbank, rechts ein Einzelnen, kann man separat rausmachen, verschieben, so wie man möchte. Ja, jetzt mache ich das mal zu wieder. Jetzt sind wir auf der Beifahrerseite angelangt. Auch hier spiegelt sich wirklich der gute Allgemeinzustand wieder. Also hier ist wirklich fast gar nichts dran. Jetzt machen wir mal die Tür auf. Ja, wie gesagt, mittlere Sitzbank, 3 Sitze hinten. Hier habt ihr 1, 2, 3 mal Isofix. Also wie gesagt, auch für größere Familien. Ja, bietet das Platz für die Kinder, das ist auch eine gute Sache. Hier könnt ihr separat nochmal die Temperatur hinten, wählen, wie ihr das möchtet. Also könnt vorne und hinten unterschiedliche Temperaturen, auch eine sehr, sehr schöne Sache. Ja, wie gesagt, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Familienfahrzeug, gerade für lange Strecken, wenn man mal in Urlaub fährt. Also hier kann man wirklich die ganze Familie rein tun in das Fahrzeug und man hat trotzdem noch ausreichend Platz. So, das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. So, jetzt sind wir schon am Ende. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt. Und dementsprechend könnt ihr jetzt einen Termin bei uns vereinbaren. Wir sind unter der Woche 9 bis 18 Uhr da. Samstag 10 bis 14 Uhr. Stehen euch da gern mit Rat und Tat zur Seite. Heißt, wenn ihr euer altes Fahrzeug in Zahlung geben wollt, optional eine Gebrauchtwagengarantie oder sowas finanzieren, da ist unser Verkäuferteam dafür zuständig. Hintenrum haben wir die Werkstatt. Dort wird das Fahrzeug auf Herz und Nieren geprüft. Wir drücken auf jeden Knopf. Es wird ausgiebig Probe gefahren. Der Fehlerspeicher wird ausgelesen, um es transparent als möglich für euch zu machen. Und natürlich ein gutes Auto an euch zu übergeben. Und darüber hinaus ist sicherlich irgendwann mal wieder der TÜV fällig oder ein Ölwechsel. Habt dann natürlich dann einen Ansprechpartner, nämlich uns. Und ich danke fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Video. Macht's gut, bye bye.